Also das ist der Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhu und er beginnt mit der Aussage Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er auf einem Reittier hinter dem Propheten alaihi salatu wasallam saß. Interessanterweise, das ist zwar, es ist an sich kein großes Phänomen, aber die Ahlul Ilm haben das auch verfolgt und gesammelt, wie viele der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam mal mit ihm geritten haben. Also auf einem und demselben Reittier als Begleiter sozusagen. Muhammad ibn Siddiq al-Shafi'i hat darin sogar ein Buch geschrieben. Nur über dieses Thema hat er ein Buch geschrieben. Und er hat all die Personen gesammelt, die schon mal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geritten sind. Er hat das datiert und die Überlieferung dazu gesammelt. Und er ist auf ca. 40 Personen gekommen. Hat das Buch genannt Tuhfatul Ashraf fi Ma'rifatil Ardaf. Tuhfatul Ashraf fi Ma'rifatil Ardaf. Dieses Buch hat er dann verfasst. 40 Männer hat er genannt. Und dann am Ende hat er sie nochmal in einem poetischen Text zusammengereimt, damit man sich sie einprägen kann.